von Andrea Boy Hamburg lag nach dem Zweiten Weltkrieg in weiten Teilen in Schutt und Asche. Aber es ist wieder auferstanden, wie zeigt der Bildband Hamburg meine Perle anhand hunderter großformatiger Fotos aus drei Jahrzehnten. Mit Ruinen, Hafenarbeitern und den Beatles. Jeder Fan des HSV kennt es und kann es mitsingen, das Lied von Lotto King Karl, Hamburg, meine Perle. Im gleichnamigen Bildband geht es aber nicht um Fußball, sondern um die Stadt, um das nach den immensen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs auferstandene Hamburg. Im Vorwort heißt es, Perlen altern nicht. Manchmal büßen sie etwas Glanz ein und bekommen Flecken, aber ihr Alter sieht man ihnen nicht an. Der schwere Band enthält rund 300 großformatige, zum Teil unveröffentlichte Fotos aus den Beständen der Deutschen Fotothek und der persönlichen Sammlung des Fotografen Günther Zint. Er war einst Fotograf im legendären Star-Club und erlebte dort die ersten Auftritte der Beatles. Zudem arbeitete er für Spiegel, Stern und Konkret und gründete Ende der 60er Jahre die St. Pauli Nachrichten. Die Bilder gehen oft über eine ganze Seite oder sogar zwei, das macht sie besonders eindrucksvoll. Der begleitende Text ist knapp gehalten und auf wenige Infos oder Kommentare beschränkt, zusätzlich zu den Bildunterschriften und einem längeren Einführungstext. Nur wenige der Fotos sind in Farbe, die meisten schwarz-weiß. Sie zeigen nicht nur die Wiederauferstehung Hamburgs, sondern auch ein Sittenbild der betreffenden Jahrzehnte, Vergnügen, Alltagsleben, Arbeit, Hausbau, Markttreiben, alle Bereiche des Lebens. Dabei sind die Bilder nicht chronologisch geordnet, sondern nach Kapiteln. Deren Themen sind Wiederaufbau, Elbe und Alster, Politik, Kultur, Stadtansichten, Arbeit, Freizeit und schließlich Hamburg bei Nacht. In den Aufnahmen aus den 1940er Jahren erkennt man, wie schwer Hamburg im Krieg getroffen wurde. Ein Trümmerfeld, mittendrin spielende Kinder. Hunger, Tauschhandel, die Suche nach vermissten Angehörigen. Aber auch wiederkehrende Normalität, der Aufbau, fröhliche Spaziergänger. Und über allen und allem spielt wie eh und je der Michel Türmer in alle Himmelsrichtungen seine Trompete. Ebenso allgegenwärtig, das Hamburger Schmuddelwetter. Zu den Bildern des Wiederaufbaus, des Wiederauferstehens der Elbmetropole gesellen sich in den 50er und 60er Jahren Bilder des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs. Große Demonstrationen gegen Atomwaffen, gegen Waffentransporte in die USA. Die Mode ändert sich sichtbar. Tragen auf vielen frühen Bildern die Jungs alle noch kurze Hosen und